Heute klären wir bei Ollie Can Surf das Thema schnelle Wende mit dem Waveboard. Hallo ihr Lieben, ja, zu unserer zweiten Tutorial-Serie. Heute mal ein von euch gewünschtes Thema, und zwar mit dem Surfboard Strapless, und zwar eine schnelle Wende. Ihr habt gefragt, wie kriege ich so einen Richtungswechsel hin? Heute gibt es Antworten. Jetzt gerade im Garten, weil da draußen am Strand so viel Wind ist, dass das mit dem Mikrofon nicht funktioniert. Eigentlich sind wir froh. Wir waren da vorhin ein bisschen fahren und jetzt kommen wir zum theoretischen Input. Hier kurz zu meinem Setting. Also diese Hängematte hier, die ist jetzt gleich der Halbwindkurs. Das heißt, der Wind kommt von da und wir schauen nach Lee. Wir gucken uns das jetzt mal kurz an. Also ich fahre auf den Strand zu, will in Ufernähe wenden. Ja, jetzt seht ihr ganz gut, ich steuere den Kite zurück, ja, lufe an, dann fährt das Board gleichzeitig tatsächlich nach Luf und dreht sich in den Wind. Dann kommt so ein Moment von einer Gewichtsverlagerung. Ja, ich schaue dann in die neue Fahrtrichtung und in diesem Moment gebe ich auch schon einen Steuerimpuls, dass der Kite in die neue Windfensterhälfte eintaucht, na, mich dann nach Lee zieht und im Endeffekt schon automatisch auf Raumwindkurs zieht, weil ich mich schön klein gemacht habe. Habe den Schwerpunkt also unten gehalten. Und jetzt gucken wir uns das Ganze im Detail an. Ich lege das Board auf Halbwindkurs, genauso wie ihr das da auch gerade in der Videosequenz gesehen habt. Der Kite steht auf 11 Uhr und jetzt steuere ich den Kite zurück mit der hinteren Hand und der Kite bewegt sich Richtung Zenit. Dabei halte ich die Bar am Zugpunkt, also so, dass ich Rückmeldung vom Kite bekomme. Und in dem Moment, wo der Kite die Richtung ändert, lufe ich an. Das heißt, ihr kennt das aus dem anderen Tutorial, die Schulterachse drehen, das Board ein bisschen belasten, hinten belasten und dann dreht sich das Board in den Wind. Und hierbei wichtig ist aber auch der Aspekt, dass ihr vom Kite wegfahrt nach Luf. Also der Kite ist jetzt weiter in Lee von euch. Das hilft euch gleich, wenn ihr die Bar ranzieht, ja, um das Board zu entlasten, weil der Kite dann von diesem Punkt zu seinem neuen Windfensterrand fliegt. Lasst das einfach erstmal so gelten, dazu gibt es bestimmt auch nochmal ein Tutorial. In dem Moment, in dem ich das Board jetzt fast nach Luf gerichtet habe, ja, und ich die Bar so ein bisschen anziehe, kann ich jetzt mit dem vorderen Fuß das Brett noch ein ganz kleines bisschen weiter drehen. Und dann kommt auch schon die Gewichtsverlagerung. Also ich mache eine halbe Drehung, mache mich extra klein und steuere den Kite in die neue Fahrtrichtung. Durch dieses Kleinmachen und das Steuern zieht mich der Kite jetzt, ja, so schräg darüber auf Raumwindkurs. Und dadurch, dass ich klein bin, dreht sich das Board. Also ich werde vom Kite im Endeffekt, solange ich meinen Schwerpunkt schön tief halte, auf Raumwindkurs in die neue Fahrtrichtung gezogen und weiter geht's. Also nochmal zusammengefasst, wir fahren auf Halbwindkurs, wir sehen den Punkt an, wo wir wenden wollen, steuern den Kite langsam zurück und beginnen dabei das Anlufen. Beim Zurücksteuern bleibt die Bar am Zugpunkt. Wenn das Board in den Wind zeigt, kann ich die Bar schon etwas ranziehen, um das Brett zu entlasten und mit dem vorderen Fuß das Board noch ein Stück weiter durch den Wind drehen und dann mich um 180 Grad drehen, eine neue Fußposition, mich klein machen, den Kite in die neue Windfensterhälfte steuern, also ein Powerdive machen und mich dann quasi vom Kite auf Raumwindkurs ziehen lassen. So, dann können wir auch alle schon die schnelle Wende. Damit sind wir am Ende unseres Tutorials. Ihr habt gesehen, wir haben ein neues Design. Das ist unsere zweite Tutorial-Serie, die wir jetzt machen. Wenn euch das gefällt, liked das gerne, schreibt Kommentare. Ich bin nicht täglich bei YouTube unterwegs und kann das alles checken, aber wenn ich da bin, dann beantworte ich das tatsächlich gerne. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns in Holland besucht oder hier in Moledo in Portugal besucht und mit uns zusammen das Surfen lernt, das Kite-Surfen. Gerne mit uns, gerne mit All You Can Surf und bis dahin.